Liebe Freunde der Bürgerkorpskapelle Windhag bei Perg, wir sechs haben uns hier daheim schon gemütlich gemacht. Haben wir einen Kochlofen eingeheizt, haben wir eine Kerzen anbrennt und ein gutes Achterl Radwein aufgemacht. Und das alles bei mir wirklich frei. Bei mir, die Bürgerkorpskapelle, haben wir ein Best-of-Konzert für euch vorbereitet. Ja, und zudem möchte ich euch ganz herzlich begrüßen. Das Jahr ist für uns alle anders, ungewohnt. Wir zum Beispiel füllen die Proben, die Frühschuppen und die Ausrückungen, genauso wie das gesellige Zusammensitzen und das Beieinandersehen. War es ein Jahr, wie man es für den letzten Herdwend ist, da er die heute vor euch stehen und die Begrüßung beim traditionellen Vereinskonzert machen. Das Eröffnungsstückel war auch gespielt und bei mir hätte die Nervosität wahrscheinlich gerade den Höhepunkt erreicht. Ja, beim Kapellmeister Klaus Riedl, da hat dieselbe wahrscheinlich gerade ein wenig nachlassen. Es ist ja auch seine Premiere, als Kapellmeister das Vereinskonzert zu leiten. Ich muss euch ehrlich sagen, der gewohnte Ablauf geht mir schon an. Wir hätten ein tolles Programm einstudiert, das Veranstaltungszentrum vorbereitet, alles aufgebaut und dekoriert und waren dadurch viel beieinander gewesen. Aber heute sind wir daheim und haben sie schon gemütlich gemacht. Ich werde jetzt schon gespannt sein, was wir für euch heuer vorbereitet haben. So viel möchte ich euch verraten. Es ist keine Konzertwiederholung, sondern, wie mein Wein, eine besonders gute Auslese. Zusammengestellt hat das Programm der Kapellmeister Klaus Riedl. Und mit dem Stoffführer Anton Nenning und der Julia Fink werden euch die Dreier durch das Konzert begleiten. Ein ganz besonderer Dank gilt den Albert Kern vom Baumgarten Perg TV. Für ihn ist die Grundidee vom Online-Konzert. Und er hat die ganze Arbeit hinter der Kamera gemacht und hat es dann auch ins Netz gestellt. Danke, Albert. Ja, ich wünsche euch für heute nur einen gemütlichen Konzertabend und für die kommende Zeit einen ruhigen, besinnlichen Advent und eine schöne Weihnacht. Bleibt gesund und der Bürgerkorpskapelle treu. Ja, und kommt auf jeden Fall gut ins neue Jahr, indem wir uns hoffentlich bald wieder hören. Ich stehe jetzt auf, nimm mein Glas Wein und geh ins Wohnzimmer, wo meine Frau Defasch auf mich wartet und wir werden zwar einen anderen, aber einen schönen Konzertabend genießen. Pfiat euch und eine gute Zeit. Echo oben und der Bürgerkorpskapelle, Kurt Königshofer. Komm schon, geht schon los, ja, komm schon. Sehr geehrte Zuseherinnen und Zuseher, auch ich darf Sie heute zu unserem Best-of herzlich begrüßen und Ihnen einige Programmpunkte näher bringen. Dass sich im Winter 2020 musikalisch etwas getan hat, zeigt nun ein kurzer Rückblick. Traditionell startete die Bürgerkorpskapelle mit ihrer Jahreshauptversammlung im Jänner im Gasthaus Holzer. Gemeinsame Erfolge bei Marschwertung, Konzertwertung sowie Ehrungen von Jungmusikern und treuen Mitgliedern wurden gemeinsam gefeiert. Die offizielle Übergabe des Taktstockes von Kapellmeister Florian Huber an unseren neuen Dirigenten Klaus Riedl wurde außerdem feierlich vollzogen. Viele Vorhaben und Ausrückungen für das Jahr 2020 standen am Programm. Voller Motivation startete man am 17. Jänner in erste Proben unter Kapellmeister Klaus Riedl. Ziel war es, eine erfolgreiche Konzertwertung vorzubereiten und außerdem eine Musikermesse zu gestalten. Doch wie vielen Musikvereinen und Veranstaltern kam uns die Corona-Krise in die Quere. Nach nur 9 Proben musste in Windhag der Probenbetrieb eingestellt werden. Die Musikerinnen und Musiker wurden in eine Pause und somit Zeit der Ungewissheit geschickt. Erst Mitte Juli durfte die Bürgerkorpskapelle wieder an die Instrumente und bei der ersten Ausrückung des Jahres den Einzug der Erstkommunionskinder in Windhag feierlich umrahmen. Die Vorgaben der Regierung ließen auch wieder Proben zu, jedoch musste gehörig umstrukturiert werden. Ein größeres Probenlokal musste aufgrund der
Baby-Elefanten-Regelung gefunden werden. Die Stockschützen von Windhag erklärten sich bereit, ihre Stockhalle an Freitagen der Bürgerkorpskapelle zu überlassen. Dafür sagen wir recht herzlich Dankeschön und sind stolz, dass im Windhag so ein großer Zusammenhalt stattfand und eine derartige Kooperation problemlos stattfinden konnte. Die Freude am gemeinsamen Musizieren währte jedoch nicht lange. Nachdem der Wettergott unseren geplanten Dämmerschuppen nicht wahrhaben wollte und unsere Veranstaltung witterungsbedingt abgesagt werden musste, stoppte auch eine zweite Corona-Welle nach nur insgesamt 14 abgehaltenen Proben bis heute unsere weiteren Vorhaben dieses Jahres. Heute stehen wir dennoch hier und dürfen Ihnen getreu dem Zitat von Aristoteles: Im Wesen der Musik liegt es, Freude zu bereiten, ein virtuelles Vereinskonzert bzw. Best-of der Bürgerkorpskapelle Windhag bei Perg präsentieren. Thank you.
Ein Markenzeichen der Bübelkorpskapelle ist es, nicht nur konzertante Stücke auf sehr hohem Niveau zu spielen, sondern auch bodenständige Blasmusik mit viel Leidenschaft zu interpretieren. Bei unserem Vereinskonzert 2019 dirigierte Florian Huber stolz die wunderschöne Brinnpolka von Karel Hulak. Dazu erwähnte Florian in einer unserer Konzertproben, dass er sich zur Zeit, als er in den Militärmusikdienst eintrat, nie gedacht hätte, diese Polka mit der Bürgerkorpskapelle je in dieser Qualität spielen zu können. Siehe da, Florian hat sich in diesem Glauben geirrt, denn dank seines umfassenden Musikverständnisses und seiner akribischen Arbeit ermöglichte er dem Verein eine qualitätsvolle Entwicklung im musikalischen Sinne. Es gelang, aus einer Unterstufenkapelle eine Oberstufenmusik zu formen, die nun für Sie die Brinnpolka zum Besten gibt. Thank you.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Klaus Riedl und ich darf seit Jänner 2020 die Bürgerkorpskapelle musikalisch leiten. Wie wahrscheinlich alle habe auch ich mir mein erstes Jahr als Kapellmeister anders vorgestellt. Im März wurden wir eine Woche vor der geplanten Konzertwertung aufgrund von Corona plötzlich aus den Vorbereitungen gerissen. Seither steht unser Vereinsleben bis auf ein paar Proben im Sommer und einem geplanten Dämmershoppen, der dem Wetter zum Opfer gefallen ist, so gut wie still. Ich bedanke mich aber trotzdem bei allen Musikerinnen und Musikern für die Möglichkeit, diese Funktion des Kapellmeisters ausüben zu dürfen. Im Jahr 2019 durfte ich bereits die Konzertwertung leiten. Diese wurde mit einem Ergebnis von 92,5 Punkten und somit einer Goldmedaille zu einem vollen Erfolg. Das Pflichtstück der Konzertwertung, das viersätzige Werk mit dem Titel Sinfonietta Nummer 2 von Fritz Neuböck, möchten wir euch nun präsentieren. Dieses Stück beschreibt vier charakteristische Eckpunkte der Geschichte der oberösterreichischen Kleinstadt Timmelkamm. Und zwar sind das Schloss Wartenburg, die St. Anna-Kirche, der Markt und der Marktturm. Abschließend wünsche ich mir und allen Musikerinnen und Musikern, dass wir mit Beginn des nächsten Jahres wieder voller Elan für euch auch live musizieren können. Euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wünsche ich einen schönen Abend, besinnliche Weihnachten und ein gutes neues Jahr.
Hallo, liebe Freunde der Bürgerkorpskapelle Windhag. Ich begrüße euch ebenso sehr herzlich zu unserem Online-Konzert. Das wäre heute mein Arbeitsplatz gewesen. Aber aufgrund der Corona-Pandemie verstaubt das Schlagzeug leider im Musikheim. In meiner Funktion als Stabführer darf ich euch das nächste Musikstück ankündigen. Es handelt sich dabei um unser Showprogramm, das wir 2018 für unsere Reise zum Military Tattoo in Albeville, Frankreich einstudiert haben. Unser Ehrenkapellmeister Florian Huber knüpfte hier die Kontakte und ermöglichte damit diese Reise. Sie stellte uns vor große Herausforderungen, zumal es die erste große Reise für die meisten Musiker mit der Bürgerkorpskapelle war. Musikalisch studierten wir eine 18-minütige Show ein, die wir zuvor schon bei den Marschwertungen in Tragwein und in Schwertberg aufführen konnten. Gut organisiert und mit einem hervorragenden Busfahrer der Firma Naderer starteten wir Donnerstagabends unsere viertägige Reise. Der straffe Zeitplan bei diesem Military Tattoo war für uns alle sehr fordernd. Ein Dankeschön gilt hier unserer gebürtigen Französin Evelyn Raab und Luga Martin, die beide eine tolle Hilfe vor Ort für uns waren. Kameradschaftlich gesehen war es auf jeden Fall eine tolle Zeit, die wir in Frankreich verbringen durften und die wir nicht mehr missen möchten. Meinen großen Respekt möchte ich Oellinger Karl ausrichten. Unser ältester Musiker in den Reihen war mit vollem Elan und Begeisterung dabei. Ein absolutes Vorbild für uns Musiker. Nun aber wieder zurück zur Show. Neben schon bekannten, aufgeführten Showteilen studierten wir einiges Neues ein. So wie zum Beispiel ein großes A für Austria. Dazu sangen wir das Trio vom Bozner Bergsteigermarsch. Obmann Kurt Königshofer brillierte mit dem Solostück Arrival von ABBA. Insgesamt standen 20 Showelemente und 12 Musikstücke auf dem Programm. Ihr seht jetzt die Version, die wir in Schwertberg aufgeführt haben. Dazu wünsche ich euch viel Freude beim Anhören und Zusehen. Ich freue mich, wenn wir im neuen Jahr 2021 wieder aktiv und live für euch musizieren dürfen. Somit wünsche ich euch noch einen schönen Konzertabend. Euer Stabführer Nenning Anton. Prost! Wir wünschen der Bürgerkorpskapelle Windhag alles Gute für heute, aber vor allem am 6. Juli in Albertville in Frankreich, wenn ihr Österreich vertreten dürft. Alles Gute, Anton Nenning und der Bürgerkorpskapelle Windhag. Thank you.
Bürgerkopfkapelle Windhag und der Bezirksamt ihres Bürgerkopfkapelle Anton Riening. Herzliche Gratulation zur Begrüßung. Motivierte Jungmusiker und somit viel junger Schwung sind für die Musikvereine des Landes sehr wichtig, da sie den Fortbestand und die Zukunft dieser Vereine sichern. Daher ist es auch uns ein besonderes Anliegen, diese jungen Talente bzw. die Talente der Bürgerkorpskapelle hervorzuheben. Derzeit darf sich die Bürgerkorpskapelle Windhag über 13 Nachwuchsmusikerinnen und Nachwuchsmusiker in Ausbildung freuen. Darüber hinaus unterrichtet unsere engagierte Jugendreferentin Christine Steinkellner aktuell 9 Kinder auf der Blockflöte. Trotz der Umstände in diesem Jahr hat sich Simon Helpersdorfer, unser Nachwuchstrompeter, nicht abhalten lassen, das Leistungsabzeichen in Bronze auf der Trompete abzulegen. Wir gratulieren dir recht herzlich und freuen uns, dich hoffentlich bald im Register des Hohen Blechs begrüßen zu dürfen. Apropos hohes Blech. Bei Märschen spielt dieses Register mit Fanfarenklängen oder Signalen immer wieder eine wesentliche Rolle. So auch bei dem nächsten Stück, dem Marsch Arnhem. Albert Edward Kelly nahm sich die Geschichte der niederländischen Stadt Arnhem als Anlass für seinen Militärmarsch. In der Nacht zum 17. September 1944 wurde mittels Luftangriffs in den besetzten Niederlanden insgesamt 20.000 Mann auf den Boden gebracht, um einen Korridor für die britischen Truppen zu öffnen. Diese Operation blieb allerdings erfolglos. Unzählige verwundete und getötete Soldaten waren die Folge. Und die Schlacht in Arnhem ging als eine der blutigsten Schlachten in die Geschichte ein. Nun der Marsch, dirigiert von unserer Kapellmeister-Stellvertreterin Janine Huber. Thank you.
Neben unseren jungen Musikern sitzen in unseren Reihen arrivierte und stets engagierte Musikerinnen und Musiker. Auch ihre Leistungen müssen hervorgehoben werden und so erhalten für 15 Jahre aktives Musikersein die Verdienstmedaille in Bronze Sabrina Reiter, Simon Aube-Kuber und Viktoria Huber. Für seine 40-jährige Treue zur Musik erhält außerdem Gerhard Baumgartner das Ehrenzeichen in Silber. Die Bürgerkorpskapelle wünscht allen Ausgezeichneten weiterhin viel Freude am Musizieren und gratuliert recht herzlich zu diesen besonderen Leistungen. Music was my first love and it will be my last. Music of the future and music of the past. To live without my music would be impossible to do. In this world of troubles, my music pulls me through. Die Ära von Konsulent Florian Huber als Kapellmeister der Bürgerkorpskapelle Windhag endete bekanntlich mit dem Vereinskonzert 2019. Florian wählte als Abschlussstück den Titel Music, dessen Text, wie zugeschnitten, auf ein derart großes und engagiertes Musikerdasein nicht besser passen könnte. Mit diesen Zeilen des berühmten Songs Music von John Miles kommen wir auch heute langsam dem Ende dieses besonderen Konzertabends näher. Wir sind von einem musikalischen Highlight zum nächsten gewandert und haben dabei besondere Konzerterlebnisse der Bürgerkorpskapelle Windhag Revue passieren lassen. Der Titel Music spricht auch in dieser herausfordernden Zeit allen Musikerinnen und Musikern aus der Seele. Genießen Sie nun diesen emotionalen Titel, interpretiert von Sängerin Evelyn Huber und der Bürgerkorpskapelle Windhag bei Perg. See you.